Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Foundation. Und wie ihr gestern gesehen habt, gab es kein Video. An der Stelle gleich mal ein fettes Sorry dafür. Aber das hat seine Gründe gehabt. Leider hat das bei mir zeitlich dann nicht funktioniert und ich war sowas von hundemüde. Kennt ihr das, wenn ihr mal eine ganze Nacht durchmacht, weil ihr noch irgendwie mit etwas beschäftigt seid? Und ihr dann nicht schlaft und dann einfach völlig fertig seid am nächsten Tag. Ja, so war das bei mir. Und dann habe ich da natürlich nichts aufgenommen. Denn hundemüde muss ich mich irgendwie nicht dazu hinquälen und dann irgendwie so müde rumhängen. Da habe ich keine Lust drauf. Ich will immer dann Videos machen, wenn ich Bock drauf habe. Naja, auf alle Fälle hat das dann halt leider gestern mal nicht geklappt, weil ich nichts vorproduziert hatte. Aber das kriegen wir auf alle Fälle auch schon noch hin. Dass das jetzt wieder hier so zwei, drei Folgen Vorlauf haben wird. Und dann geht's voran. So, sind wieder Leute. Ich glaube, wir haben in der letzten Episode doch schon Leute losgeschickt. Das heißt, wir müssten hier irgendwo schon wieder kostenlos erweitern können. Das heißt, wir können uns jetzt schon mal einfallen lassen, wo wir vielleicht das nächste hinbauen. Ich glaube, wir wollten als nächstes uns diese Stadt hier besorgen und hier noch so ein bisschen Wohnungen und eine Kirche in die Mitte bauen. Und dann hier vielleicht so eine Brücke rüber. Das heißt, wir müssten das Ding hier so kaufen. Kriegen wir das Stückchen mit? Wir müssen das hier kaufen. Dann müssen wir noch das hier kaufen und hier vielleicht noch so. Gleichzeitig, und das ist jetzt die Problematik, wollten wir ja unsere Wohngebiete erweitern. Also irgendwie müssten wir hier auch noch was kaufen. Ha. Schauen wir mal. Und hier möchte ich noch was wegnehmen. Das habe ich, glaube ich, schon in der letzten Episode gesagt. Das heißt, wir müssen uns da jetzt mal drum kümmern, dass wir hier die Entwicklungszonen noch ein bisschen ändern. Und zwar müssen wir die Aufforstung hier mal wegnehmen. Ich würde mal sagen, wir gehen hier irgendwie so ran. So, ich glaube, das sollte erstmal reichen. Und dann muss der kleine Förster eigentlich nur das hier immer wieder aufforsten. Wartet mal, machen die das überhaupt richtig? Ja, passt schon, das machen die schon richtig. Ich würde das zur Sicherheit trotzdem, glaube ich, nochmal ein bisschen ausweiten. So. Ja, das sollte schon passen. Und hier könnte man das eigentlich auch mal rausziehen. Oder haben wir das hier schon rausgezogen? Haben wir schon rausgezogen, ne? Das passt schon. Alles klar, dann machen wir das so. Das gefällt. Und hier können... Wie kommen wir da eigentlich zurecht mit dem Zeug? Ich glaube, wir müssen hier dann auch noch so eine Sammelhütte bauen, eine weitere. Denn wenn wir jetzt hier den zweiten Markt haben, sollte das jetzt hier mit der Nahrung und... Ich verstehe das nicht. Wir haben doch genügend Nahrung. Wir geben genügend Kleidung und alles aus. Eigentlich sollte doch alles reichen. Aber gerade irgendwie läuft das nicht so. Ich habe keine Ahnung. Ich baue jetzt hier erst nochmal eine Sammlerhütte hin. Und dann hoffe ich, dass das irgendwie so ein bisschen hilft. Setzen wir hier auch mal die Priorität hoch. Dann kann diese Sammlerhütte hier schon mal den Markt hier nutzen. Wie sieht es denn hier aus? Haben wir genügend Leute? Nee. Haben wir nicht. Hm. Dann würde ich sagen, weitere Sammlerhütte trotzdem nochmal dahin. So, das machen wir hier noch weg. Ja, das machen wir noch weg, weil dann können wir hier auch noch so ein paar Wohnhäuser hinbauen. Allerdings nur zu einem Stückchen, glaube ich. Lass mal gucken. Sagen wir Abbau so weit in etwa. Weil dann will ich hier auch noch so ein bisschen also Wohnraum ausweisen. Dann passen hier vielleicht noch zwei, drei Häuser hin. Das wäre, glaube ich, gar nicht mal so schlecht. Aber ich muss mal ganz kurz was trinken. Ach nee, ich habe einen Frosch irgendwie im aktuellen Hals. Wir behalten wieder weiter was alles für uns, denn wir brauchen da jetzt gerade nichts. Und hier sieht's gut aus. Richtig gut. Richtig, richtig gut. Was fehlt uns denn noch? Ein paar Steine fehlen uns schon noch.
Werkzeuge. Werkzeuge sind das Problem. Bretter haben wir eigentlich noch mehr als genügend. Also behauene Steine und Werkzeuge sind so das Problem. Normale Steine haben wir eigentlich auch noch genügend. Ich denke, das sollte laufen. Wobei wir dann vielleicht noch ein bisschen editieren müssten, weil wir hier noch irgendwie Imker und Co. hinten machen müssen. Mal schauen, ob wir das deichseln. Sobald das hier auf alle Fälle hier fertig ist, werden wir sagen, dass wir hier wieder so ein paar Steinmetzhäuser wegmachen. Ach, dann kriegen wir dadurch ja wieder Arbeitsplätze. Das heißt, wir brauchen jetzt doch nicht so viele Leute gerade. Naja, wobei wir ja hier schon wieder die nächsten Steine brauchen, oder? Nee, das sind normale Steine, da brauchen wir gar keine behauenen. Also sind behauene Steine im Allgemeinen recht selten, dass wir die brauchen. Eigentlich nur für diese Großprojekte. Dann lohnt sich das quasi fast gar nicht, irgendwie permanent so viele Hütten und Steinbrüche irgendwie auch zu haben. Das heißt, wir werden das hier einfach wieder wegmachen. Und das auch. Das ist alles Käse dann. Das heißt, da werden wieder Arbeitsplätze frei. Das Blöde ist halt auch, da verschwinden dann hier wieder die ganzen Sachen, die wir hier in den Slots eingeben. Ernsthaft, hier lagern 50 Dinger drin. Okay, ich wollte mich gerade schon beschweren. Und wer hat natürlich sein Handy mal wieder nicht ausgemacht mit den Messages? Ich. Wer wird das jetzt gerade tun? Auch ich. Okay, heute ist es eine sehr unprofessionelle Aufnahme, das tut mir voll leid. So, nicht stören ist drin. Jetzt würde ich keine Nachrichten mehr kriegen. Genau. Wie sieht es denn sonst hier im Allgemeinen aus? Eigentlich recht gut. Wir werden das mal irgendwie ein bisschen im Auge behalten, ob wir da hinterherkommen. Wenn wir nicht hinterherkommen, werden wir einfach wieder neue Leute, also bauen müssen. Neue Leute bauen müssen? Nein, neue Gebäude bauen müssen dafür. Aber dann würde ich vielleicht sogar mal hier draußen irgendwie sagen, dass wir hier so an den Rand, so eine kleine Schäferei und noch ein bisschen was klatschen. Denn immerhin kriegen wir ja dann hier ein Wohngebiet hin. Dann wäre es doch praktisch, wenn die Leute hier auch direkt in der Nähe ihres eigenen Wohnorts einen Job hätten. Oder was sagt ihr dazu? Ich glaube, das macht schon Sinn. Okay, wir haben immer noch, dass die Leute Probleme mit dem Essen haben. Ich verstehe es halt einfach nicht. Ich verstehe es einfach nicht. Die müssten hier gut hinterherkommen. Haben die denn keine Sachen eingelagert? Die haben tatsächlich kaum Sachen eingelagert. Das heißt, wir bräuchten hier in der Nähe wohl zwangsweise mal irgendwie so ein Lager. Vielleicht mache ich das Lager hier so ran. Könnte ich hier so Nahrung und Kleidung schon mal einlagern. Das würde Sinn machen. Und hier in dem Lager werden wir dann einfach die ganzen Bestände ändern, dass wir Wein, Heilkräuter und Co. einlagern. Ich glaube, das ist vernünftig. So machen wir das. Ich werde hier noch so ein Nahrungslager reinklatschen. So, Lagerhaus. Ziehen wir das mal hier so hin. Außer Fisch. Fisch werde ich hier irgendwie nicht hinmachen. Weil wir damit sowieso ein Problem haben. Wobei. Kann ich ja machen. Wir haben dann eigentlich genug Platz. Das passt schon. So, Sammlerhütte ist fertiggestellt. Das heißt, wir sollten hier neue Dorfbewohner zuweisen können, wenn wir denn welche hätten. Wieso haben wir keine? Habe ich das wieder ausgeschaltet? Natürlich. Ich habe es in der letzten Folge ausgeschaltet. Das ist nicht klug, Lama. Das ist nicht klug. So, was tut sich denn jetzt hier so auf unserem Markt? Also auf alle Fälle recht viel los. Sieht ganz schick aus. Was man hier vielleicht nochmal drüber laufen lassen könnte, wäre so Sweet FX, dass man das hier noch ein bisschen anpasst und irgendwie die Lichteffekte besser macht. Denn irgendwie, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich finde das schon recht düster im Allgemeinen. Mir fehlt so ein bisschen das Klare, die Sonne. Muss ich mich mal umschauen, ob das vielleicht geht. So, wie sieht das hier aus? Uns fehlen nur noch sehr wenige Steine, das heißt, die haben wir auf alle Fälle.
Nur noch sehr wenige Bretter. Das Werkzeug ist noch so ein bisschen das Problem. Und hier die Otto-Normalo-Steine, da weiß ich ehrlich gesagt nicht, wieso die nicht holen. Aber vielleicht brauchen die das gerade noch nicht und sind eher mal damit beschäftigt, noch irgendwas zu werkeln. Die Chancen stehen allerdings gut, dass wir das heute oder gar in der nächsten Folge fertig kriegen. Also es ist noch viel zu arbeiten, wie ihr sehen könnt. Deshalb bin ich mir da nicht so ganz sicher. Andererseits... Warten wir es mal ab. Also wir könnten es fertig kriegen. Es sieht schon süß aus. Andererseits, das hier ist irgendwie ein bisschen beunruhigend. Aber man erkennt, dass es ein Kloster sein muss. Man erkennt es wirklich. Ich denke, das haben wir sehr gut gemacht. Das haben wir sehr gut hinbekommen. Gefällt mir. Gefällt mir wirklich ausgesprochen gut. So, wie viel haben wir denn hier aktuell? Wir haben hier aktuell einmal eine Imkerei, zweite Imkerei, dritte Imkerei. Das sollte erstmal reichen. Und wir haben hier, glaube ich, auch drei so Gärten. Das sollte eigentlich auch reichen, dass wir dann die ganzen coolen Luxuswaren bekommen. Da freue ich mich schon drauf. Und hier können wir, glaube ich, noch so ein weiteres Luxuswarenlager dann machen, wenn wir das ganze Zeug abreißen. Oh, schaut mal. Die sind tatsächlich mittlerweile sogar schon dazu übergegangen, dass sie hier die Kirche bauen. Yes. Sehr schön. Das gefällt mir. Oh, und wir haben noch einen Fehler gemacht. Das habe ich ja vorhin voll vergessen. Wir müssen die Abbaugebiete hier rausnehmen. Sonst kommen wir hier ja nie voran, weil dann holzen die hier immer wieder ab und der Förster baut nach. Das wollen wir nicht. Wir wollen ja hier langsam anfangen, dass wir hier loslegen, wo wir auch wirklich was abbauen wollen. Habe ich hier das Forsthaus weggemacht? Nee, hier sind schon Leute. Hier sind schon Leute und da sind eigentlich auch Leute. Vielleicht sollte ich hier auch nochmal die Abbauzone rausnehmen. Ich nehme ja auch nochmal die Abbauzone raus. In der Hoffnung, dass die Heinis dann hier irgendwie so rüberlaufen und hier mit abbauen. Und wir dann hier unseren Platz dazu bekommen. So, das würde ich auch noch so machen. Dann sieht das schicker aus. Ja. Und auch die Wohnhäuser werden gerade gebaut. Lese ich hier. Sollte passen. So, das haben wir jetzt eigentlich gut im Auge behalten. Ich glaube, wir müssen da hinten dann wirklich noch eine zweite Schäferei machen und hier dann irgendwo noch das hinsetzen, dass wir eine Schneiderei hinbauen. Da weiß ich aber noch nicht was. Also hier würde ich schon gerne noch Platz lassen, dass man hier in der Nähe nichts baut. Vielleicht sollte ich das mal als verbotene Zone ausweisen. Also, ach, niemand betritt Gottes Land. Das heißt, da läuft dann niemand hin. Okay, sehr interessant. Ich lasse das mal. Bevor ich da jetzt irgendwas auslöse, was ich so nie wollte. Aber es sieht ganz gut aus. Und übrigens habe ich gelesen gehabt, dass sie mittlerweile noch mehr Abstürze gefixt haben. Also gerade kam ein neuer Patch rein, bevor ich hier die Aufnahme gestartet habe. Ich hoffe, dass das dann für die meisten die Probleme löst. Es wäre zumindest schön. Und Female bringt 60 Bretter. Ich hoffe, dass Female dann jetzt auch demnächst hier mal die Werkzeuge bringt. Denn wir haben so einige eingelagert. Das heißt, da könnte... Die könnten durchaus mal... Wortsalat. Die könnten durchaus mal abgeholt werden. So, sehr schön.
Das gab jetzt aber hier noch einen fetten Leck. Das sind immer irgendwie diese Autospeicher-Lecks. Richtig nervig. So, wie geht's voran, Jungs und Mädels? Oh, im Moment sind es tatsächlich nur Jungs, die hier arbeiten. Nicht so pralle. Die müssen jetzt hier doch mal langsam fertig werden. Ich möchte schon noch gerne die nächste Folge haben. So, wie geht's mit der Kirche voran? Mit der geht's gut voran. Wir haben mittlerweile super viel ausgeliefert. Aber irgendwie bringen die das ganze Werkzeug hier hin, was jetzt irgendwie nicht so die... Ach, das ist ja Mist. Wartet mal. Das kann nicht sein. Ich will das hier fertig kriegen diese Woche. Das heißt... diese Woche, Quatsch, diese Folge. Das heißt, dann müssen wir hier wohl die Priorität hochsetzen. Anders klappt das, glaube ich, nicht. Düdüm, düdüm, düdüm. Na, das sieht doch gut aus. Und da fällt mir ein, ich wollte heute noch zur Bundesbank. Ich muss mal wieder mein Kleingeld eintauschen. Ich weiß nicht, wie ihr das macht. Aber immer wenn ich irgendwie so Kleingeld rausbekomme beim Einkaufen, dann geht das bei mir in die Sparbüchse. Und die leere ich dann regelmäßig aus. Und gehe dann immer zur Bundesbank, weil dann muss man immer nicht dieses ganze Kleingeld mit sich rumschleppen. Ich hasse das. Die neuen Wohnhäuser, wo werden die denn gebaut? Wo werden denn hier die neuen Wohnhäuser gebaut? Ach, und übrigens, sobald ich die Kirche fertig habe, will ich das Ding hier abreißen, weil das ist irgendwie Käse. Das ist irgendwie Käse. Kompensieren wir eigentlich dann hier für die Plätze? Wie viel haben wir denn hier drin? Ländliche Kirche. What? 80. Wow, okay. Krass. Wir kompensieren nicht dafür. Das heißt, wir können eigentlich quasi schon den nächsten Kirchenbau planen. Oh Mann. Okay, Wohngebiet werden wir ein bisschen hier dann erweitern. Hier so hoch. Dann würde ich sagen, wie viel Platz sollten wir lassen zwischen der nächsten Kirche? Ich glaube, irgendwie die sollten wir dann gleich hier hinbauen. Ja, das macht Sinn. Dann bauen wir hier die nächste Kirche hin. Dann bauen wir da Wohngebiet wieder rum und da noch so ein bisschen rum. Und dann ist wirklich hier noch so etwas Platz für die Schäferei. Und dann machen wir hier noch Schneiderei und Co. hin. Ich denke, das ist eine gute Idee. Das ist eine gute Idee. So. Wird hier endlich mal abgeholzt. Irgendwie passiert da gerade kaum was. Hm. I'm not amused. So, wir lagern hier mal das ein. Dann Brot. Mit dem Brot kommen wir übrigens auch nicht wirklich hinterher. Da müssen wir uns auch noch was einfallen lassen, wie wir das irgendwie noch ankurbeln. Kleidung. Den Fisch lagern wir jetzt nicht hier ein. Was könnte man denn noch viel wegnehmen? Wein, glaube ich, dass die relativ viel dann essen werden. Oder Kräuter. Wir müssen mal gucken, wie das dann wird. Vielleicht müssen wir hier dann auch irgendwo ein zweites Lager in die Nähe bauen. Schauen wir mal. So, irgendwie... Und hier würde ich mir wünschen, dass man irgendwie so ein Lupensymbol hat, dass man dann da irgendwie plötzlich so hinzoomt und mal sehen kann, wo wird eigentlich gerade noch erweitert. Also das wäre schon super praktisch, wenn man das wüsste. Ich würde hier... Okay, da fehlen uns immer noch die Leute. Mörp, 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 mörp. Tatsächlich, die hat kaum Besucher. Die hat aber auch kaum Besucher. Das muss ich nicht verstehen, oder? Die hat auch kaum treue Besucher. Hä? Sind unsere Leute einfach wenig religiös oder was ist deren Problem? Denn irgendwie, die verlangen doch danach. Und wir hätten eigentlich Plätze für treue Besucher. Das ist verwirrend. Vielleicht ist es auch noch verbuggt, dass die noch nicht so genau wissen, wie das jetzt funktioniert. Oh, schaut mal. Die Kirche ist fertig und wir haben treue Besucher von... Oh, wow. Naja, egal. Ich reiße jetzt hier oben die Kirche ab. Die ist hier sowieso nur im Weg. Bäm und weg.
So, jetzt gucken wir mal, ob hier dann irgendwie die Besucherzahlen ansteigen. Aber im Moment sagt das irgendwie auch so nein. Was ist das mit den Zonen? Wieso bauen die denn hier nicht ab? Ich verstehe das nicht. Da ist nicht viel eingelagert. Also das Zeug wird auch verwendet. Verwirrend. Und apropos verwendet, wie sieht es denn hier aus? 30 Werkzeuge kommen noch. Ja, dann soll es doch jetzt hier so langsam mal vorangehen. Aber ich sehe es schon wieder kommen irgendwie. Ich glaube, die Folge wird wieder eine Überlänge. Und wir werden noch einen Moment brauchen, bis wir das dann wirklich fertig haben. Na gut. Von mir aus. Wie sieht es denn sonst hier hinten aus? Achso, hier sollten wir ja auch noch einen zuweisen. Kommen die hinterher? Also Kohle wird produziert, das ist gut. Wir haben Eisen gelagert, wir haben Werkzeuge gelagert. Eigentlich sollte hier alles laufen. Aber komischerweise. Na, aber wir haben doch geschmolzenes Eisen. Und wir haben hier auch Eisen eingelagert. Wieso schmelzen die denn schon wieder nicht? Haben wir kein Eisenerz eingelagert? Das ist Eisenerz, ne? Ja. Das ist ein bisschen verwirrend, dass es da jetzt nicht vorangeht. Ah, jetzt wird wieder geschmolzen. Eventuell liegt das wirklich an den weiten Arbeitswegen. Denn wenn man mal ehrlich ist, wir haben vielleicht hier jemanden, der hier unten wohnt und dann muss er bis hier hoch tingeln. Unschön. Aber im Moment können wir da tatsächlich wenig machen. So, wir sollten uns um das nächste Problem kümmern. Wir checken hier mal ab, was damit geht. Die produzieren auf jeden Fall. Aber es ist halt wenig eingelagert. Jetzt müssen wir schauen, woran es stockt. Das stockt tatsächlich an der Wolle. Das heißt, wir müssen eine weitere Schäferei bauen. Ich würde die vielleicht hierhin mit dran machen. Ich hätte schwören können, dass wir eigentlich in der letzten Folge eine Schäferei gebaut hatten, oder irre ich mich da jetzt? Ich hoffe, dass ich jetzt hier nichts Falsches geladen habe. Keinen falschen Speicherstand. So, ich würde sagen, wir bauen hier unten an den Rand einfach noch eine. Setzen hier auch mal die Priorität hoch. Wie sieht es jetzt hier aus? Ja, wir kommen ganz gut voran. Jetzt müssen sie nur noch ein paar Steine holen. Und mit denen scheint es so im Moment so ein bisschen problematischer zu sein. Okay. Ich werde jetzt die erstmal entlassen. Die soll mal aufhören, denn Steine sind jetzt tatsächlich nicht mehr das Problem. Wir haben hier mehr als genug. Eigentlich könnte ich hier sogar den Steinbruch schon mal dicht machen. Aber ich mache ihn noch nicht dicht. Ich mache ihn noch nicht dicht. Wir warten noch einen Moment. So, wie sieht es hier aus? Nee, Bananas, wir beenden das jetzt erstmal in der jetzigen Folge. Und wir hoffen dann, dass es das nächste Mal fertig wird. Das ist jetzt blöd, weil ich mir jetzt einen Folgentitel ausdenken muss. Und gerade fällt mir tatsächlich nichts ein. Und das geht jetzt quasi mehr oder minder direkt in den Encode. Na gut, ich werde mich da mal drum kümmern. Lass ich mir mal was einfallen. So, ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich wünsche euch was und bis morgen. Ciao.